Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Abenteuermodus. Ja, da will ich noch nicht hin. Gehen wir erstmal jetzt zum Katalog. Ich will mal kurz zeigen, wie viele Geister ich hier schon alles freigeschaltet habe. Vielleicht will das ja jemand sehen. Ich weiß es nicht. Hier, guckt euch das an. Alles hier von jeder Typ, der uns im Mittelfeld zeigt. Street Fighter, ja, natürlich. Die sehen sowieso alle so gemein aus in ihrer Official Artwork. Und ja, das sind alles hier Charaktere, die ich bekommen habe durch Geistertafel, die ich auf Screen gemacht habe. Und 91 von 100, das ist nicht schlecht. Natürlich auch ein paar gekauft auf Screen. Und ja, wir gehen jetzt in den Abenteuermodus. Und ich habe ja letztens gesagt, wir sind mehr oder weniger eine Sackgasse. Das stimmt eigentlich nicht wirklich, weil ich habe dann noch irgendwas entdeckt. Lass mich das euch mal zeigen. Ja, guck mal hier ist noch was und hier ist noch was. Also hier gibt es doch noch ganz schön was zu erkunden. Hier, guckt euch das an, weil ich hier noch gefunden habe. Da können wir uns doch noch ein bisschen austoben. Und da ist sogar noch eine andere Welt oder Dungeon. Also ja, keine Ahnung. Erstmal lass mal hier stärken. Und zwar, wir haben ja einige Charaktere. Ich habe ja eine Charaktere mit diesem Studio hochgelevelt und wir haben natürlich nur Leute hier reingepackt, die man auch entwickeln kann. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles bekommen für neue Geister. Oh. Star Force Mega Man, Schuss-Items. Meh. Wen noch? Ich habe eine ganze Menge, glaube ich. So, Keldeo Standardform und Keldeo Kampfform oder was weiß ich, wie das heißt. Resolut Form, starker Smash und der ist Legende. Gar nicht schlecht. Ein paar kann ich auch mal hier hochleveln noch. Dann hier dieser, was ist das denn? Fürstin Knollenauge. So, hier junge Zelda. Oh, sie wird zu, ja, sie wird zu Bitch Zelda Haus, den anderen Smash Bros. Teilen. Helferschreck. Okay, das sind so Sachen, die machen mich irgendwie stärker gegen Helfer-Trophäen. So, was ist er hier? Franklin Badge. Könnte nicht schlecht sein. Und natürlich Groudon, so Proto-Groudon, glaube ich. Ja, ne? Feuer-Explosionsabwehr. Weiß nicht, ich will jetzt die nicht alle hochballern. Ich hoffe ja, wir werden erstmal wohl, lass die mal stärken. Warum nicht? So gucken, wie potenziell stark die sein können. Ne? Helferschreck zum Beispiel, das könnte nützlich sein, oder? Angriffskraft gegen Helfer-Trophäen, das ist bestimmt auch irgendwann situationsabhängig. Nicht schlecht, ne? Ja, natürlich wieder ein paar GP aus dem Fenster werfen, aber soll's. Ich mal diese Kraft an. Alter, das ist sehr viel Verteidigung. Okay. Dann, wen haben wir noch? Waffen und Lauftempo. Starker Smash könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. König von Hyrule, my boy. Haben wir keinen grünen auf Level 4? Ne. Nur noch einen roten. Ausweichhelfer. Waffen und Lauftempo machen wir das mal. Lip. Bup. Dreck. Mach. Natürlich mir die Teams irgendwie offscreen oder so herstellen. Keine Ahnung. Gruppe. Das heißt, bei den Kämpfer wechseln. Wir haben ja ein paar neue freigeschaltet, ne? Zum Beispiel Little Mac. Little Mac. Wo ist er? Hier. In World Circuit Outfit, glaube ich, oder Titelverteidiger ist das, glaube ich, schon. Ich weiß nicht. Gut, dann gucken wir mal. Nebelalarm, okay. Gelegentlicher Schaden für dich, was der Nebel ist ja nicht so schlimm, aber ich hätte gerne jemanden, der Fernkampfangriff hat wegen Ausdauer-Smash. Und ich habe ja eine gute Erfahrung mit einem bestimmten Charakter, wenn es um so was geht.
Und mach mal Dakanto, da dürfte sehr viel Schaden hier so auf Dauer anrichten, ne? Super mit dem Team und dann rein da. Weil er wird nicht schwächer. Ich dachte, unser Team ist besser als den sein. Ah ja, super. Okay, vielleicht ist das doch nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Ja, vielleicht doch. Hey. Ich habe so Anti-Nebel-Sachen, aber boah, ich treffe den mit meinem normalen Angriff nicht. Ach ja, Dings, Sudden Schaden, was? Oh, ich habe mich geheilt, glaube ich, wegen einem meiner Geister. Hey. Wie kann ich dieses fette Ding nicht treffen? Ich bin einfach den Angriff und hat. Natürlich klappt das. Macht immun gegen Feuerböden. Okay, das war einfacher als gedacht. Also war ein bisschen holprig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, weiter geht's. Da ist ein Kämpfer und da ist ein Metroid und Prinz Marmek. Hey, den kennen wir doch aus Mario Luigi Superstar Saga. Ja. So, mal. Was? Warum ist denn das noch höher gegangen? Ich habe Angriffe mit Nahkampfwaffen für Gegner. Wir sind mit meinen Nahkampfangriffen, die sind auch nicht ohne. Dreck. War gerade so schön irgendwie am runterfallen. Und weg ist er. Ah, oder auch nicht, weil wir halt diese Level spielen. So, jetzt bist du aber weg. Wow, das war sehr einfach, Leute. Schon okay, war ein Stern, aber trotzdem. So, und das können wir ja mal pflanzen. Darum sehe ich auf jeden Fall eine Dungeon. Der Bodenranke. Ja, gucken wir mal, ob wir das hier gebacken kriegen. Was ist da rechts eigentlich noch gewesen? Okay. Haben wir das nicht schon mal fast geschafft? Schade, heute Abwehr für Gegner. Das ist jetzt nicht so eine Killer-Kombination, wenn du mich fragst, aber... Oh Gott, wollte ich darunter überall fallen. Hey. Oh. Schon wieder damit getroffen. Und schon, den werden wir ja auch schaffen, oder? Nein. Wie ist denn das schon wieder passiert? Dann treffe ich den mit diesen langsamen Angriff. Weil ist das wirklich gegen Competitive Fox kämpfen, ey. Absoluter Horror. Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, ich brauche einen dicken Charakter. Ich habe ihn sogar damit getroffen. Lass mich bitte nicht raus. Ich bin kurz davor. Irgendwie zu gewinnen, mehr oder weniger. Na, super. Nein. Komm schon, das ist nicht unmöglich. Das ist nicht so stark, wenn du mich fragst. Ist nur wieder sehr nervig hier gegen zu kämpfen. Guck mich das an, ey. Aber ich hasse so Gegner, die nur so am Rumzappeln sind, ey. In die Fresse.
Komm schon, da macht doch irgendwann einen Fehler oder so, ne? Er hat schon wieder seine Ultimate ready, das heißt, ich bin tot, mehr oder weniger. Dreck. Machst du da? Na, warte. Kämpfer. Um besseren. Versuchen wir nochmal Bowser. Na, Donkey Kong. Was war Donkey Kong? Wir müssen die ja irgendwann machen, also. Komm. Ist aber jetzt als nie, ne? In die Fresse und dann auch noch mal in die Fresse. Das ist, glaube ich, schon besser, ja. Ja, ich glaube, ich kann meinen Schlag nicht aufladen, weil der so am Rumzappeln ist. Ja, warte auf dich. Willst du den unbedingt zu mir hinwerfen, ehrlich? Ha, nicht getroffen. Gut. Macht's ein bisschen einfacher. Lässt mir ja, wenn ich ihn raushauen würde, bevor er seine Buffs hier alle bekommt, ne? Komm her. Ich warte auf dich. Aber ich wurde geheilt. So, wenn ich jetzt treffen würde, ne? Da wäre richtig gut. Haut natürlich und den natürlich nicht raus und der hat sein Ding gleich wieder voll. Oh. Der hat schon wieder sein Ding voll. Oh. Gibt's doch einfach nicht, ey. Kann ich nicht beenden, nee. Ich bin jetzt weg. Nee. Muss ich mich irgendwie hier wissensbaummäßig noch ein bisschen hochballern, glaube ich. Geh du aber, komm. Ja, Trophäen machen dir das Leben schwer, natürlich. Gegner heilt sich bei Nahkampfangriffen. Okay, gut. Ridley. Oh, du Pisser. Oh, Dreck. Kann ich die angreifen? Nee, natürlich nicht. Boah. So, ich heile mich aber wegen meinem Geist. Boah, gehen die auch mal irgendwann weg. Ein bisschen unfair, dann findest du nicht. Komm her. Er haut den ja nie im Leben raus, ey. Boah, Junge. Ich habe eine Idee, wie ich das hier erledige. So, der ist immer noch da, ehrlich. Warte mal ab. Er hat erst 30. Guck mal her. Boah, der tut meine Angriffe. Oh, Junge, ey. Das ist eigentlich noch nerviger. Ja, ich will nur diesen einen Kämpfer haben. Ich will ja nur ein bisschen weiterkommen. Ja. Komm, so bescheuert. Ey. Nur Schaden machen, kommen. So groß sieht er gar nicht aus. Komm. Ich merke gerade, der tut meine Smash-Angriffe ja abbrechen. Na komm, dann greife ich einfach normal an. Bis dich. Ich muss ja nur genug Schaden machen, damit meine Ultimate hier den raushaut. Matt?
Ey, was war das denn schon wieder? Warum wurde ich nicht geheilt? Komm schon. Soll mal geheilt werden hier. Ich hab doch diesen Geist. Mehr. Also ich kann das Ding, glaube ich, angreifen, nur halt. Boah. Ja, guck ich an einen an. Ja, natürlich. Komm her. So, jetzt ist er draußen. Komm. Oder auf. Geil, habe ich noch nie gesehen, hat er irgendwie so auf seine Brust haut. Schön. So, wen haben wir hier? Sieht so zahm aus. So die Metroid-Welt oder was? Wenn den Kampf und befreien den Gegner. Alles klar, kein Ding. Die haben ja letztens das gekämpft, Fräulein. Was ist da passiert? Ja, weißt du, vorhin so ein Killerkampf und dann so was. Ey, ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe Programmierungen nicht im Spiel. Ja, habe ich wieder irgendwas zum Kaufen hier? 82, ja, damit lässt sich doch mal anfangen, ne? Nee, das hier wollte ich, ne? Luftsprung, ja. Meine Würfe sind massiv verstärkt. MASSIV. So, das. Nee. So. Ein Affe, der eine Bohnenbank hochklettert. Das ist witzig. Ich will mal jemand anderen spielen. Ich will jetzt. Wollte jetzt eigentlich Little Mac hier nehmen, ne? Aber. Komm halt immer so krasse Sachen. Ach. So, den auch kaputt. Ach, wird schon klappen. Ein Stern, hallo. Centurio. Klein Pit-Team, also die putzig. Keine Gnade. Ja, die setzen die ganze ihren blöden Pfeil ein. Was ist das? Was ist das, habe ich gesagt. Ist das? Du. KO. Dreck. Banane. Die sind so klein, ich kann die nicht treffen. Ist das? Genau die gleiche Ultimate wie Donkey Kong. In die Fresse. War Dreck. Nein, Mann. Oh, warum macht denn der hier so ein? Oh, warum ist denn der so nach vorne gesprungen, ey? Ja, so ein Dreck. Von so was verliere ich. Okay, der Gegner hat auch gerade so was gemacht als Zero Suit. Sagen muss aber trotzdem. Schau ich mal, wo ich rauskomme. Ja, und dann treffe ich auch noch nichts. Damit ist klar. Was ist das? Komm mal hier hin. Tschüss. Du, komm mal hier hin. Oh. Wenn gleich hier oben bleiben, dann komme ich die bestimmt einfach raus. So, was ist das? Was ist das? Da sind noch zwei übrig. Oh. Gut. Ah, wie viel brauche ich für doppelten Luftschwung? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Viel bestimmt. Irgendwann mit 100, ne? Ich kann nicht nachgucken. Aber das ist ein neuer Dungeon. Die Odyssey. Siege innerhalb des Zeitlimits. Nur ein Gegner? Okay. Katapultierwiderstand für Gegner. Was? Wie kann ich denn dann...
What? Aber stimmt ja, wenn Pummeluffs Schild weg ist, dann ist er ein Instant K.O., ne? Boah. Habe ich so viel Schaden gemacht, ne? Die weiß schwingen. Hey, die sind von Fire Emblem Echos. Luft ein zusätzliches Mal springen. Ugh. Drei Pegasus-Schwestern. Habe ich oft vorkommen in Fire Emblem. Immer drei Pegasus-Schwestern. Lass mal das hier machen. Ho, oh. Ho, oh, kreiert einen Regenbogen. Das ist aber von der Anime, oder? So eine Fakt. So ein Fakt. Das macht doch jetzt gar keinen Sinn. So, Ravioli. Oder Rivali. Hey. Ich wollte schon sagen, der sieht aus wie Fox. Falco. Ich habe den ja schon mal da irgendwie gesehen. Den habe ich auch schon gesagt, der sieht aus wie Falco. Das ist Falco, ne? Ich wollte kaputt. Oh nee. Dreck. Ich würde sagen, er geht irgendwann weg. Weil ich kann mich mit Little Mac nicht so gut retten. Ich glaube, das geht nicht weg. Da muss ich mir extra Dinge ja rausholen. So was hasse ich immer. Du musst extra dein Team hier ändern dafür. So, boom. Ach, Entschuldigung. So, komm her, Ravioli, Ravioli. Gib mir die Formeloni. Was? Also okay, aber ich werde nicht davon irgendwie. Ja, du sollst dich vielleicht retten, ne? Anstatt zu schießen. Bleibst du mal hier? Boah. Nur so nervig. Programmiert sein. Ja, du wolltest die Blume haben, ne? Also, was ich haben will, dein Tod. 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 Kommst du gefälligst her, ey. Auf die ganze Zeit über mich rumzuspringen, dann hau ich dich eben so kaputt. So, komm her. Restart. Mein Gott. Alter. Das ist Mann, Mann, Mann. Ah, was haben wir hier noch? 4 Sterne, Superstern. Und der wird frei. Oder das Mädchen ging, das lädt schnell auf. Ne, da habe ich keinen Bock. Kau, den kriege ich kaputt. Na, jetzt habe ich immer noch Anti. Was soll's? Mit einem Stern brauche ich nichts Besonderes. Schicki-Team. Seine Smash-Angriffe, die tun aber auch weghauen, ne? Macht er da mit mir? Boah, jetzt greifen die mich hier auch noch, wie blöd. Hey, die essen. Boah. Finger weg von dem Donut. Apropos Donut, ich habe mir wieder Eiche jetzt zurechtgelegt. Müssen noch trocknen, weil die aus dem Gefrierfach sind. Au. Trocknen mit Vanilleüberguss und ein paar Schokostreifen, die sind lecker. Donuts. Nom, 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 nom. Oder komm her. Ich habe mir so gedacht, boah, die Ultimate dauert doch schon wieder ewig, bis die Ende ist, ne? Und er lässt sich ja nicht treffen. Okay. New Park City. Also den komischen Mario Odyssey gibt es auch. New Dong City oder irgendwie sowas. So, Tiki! Ja, Vertrauen machen ja das Leben schwer. Oh Gott. Aus Fire Emblem 1, Tiki. Diesen Drache. Dreht den Heldenkönig mit Mama an. Und da ist halt Fire Emblem Awakening Design von ihr, wo sie heiß ist. Komm her.
Oh, dieser Pisser. Level 99 Evolution möglich. Ja, dann wird sie zu erwachsenen Tiki. Das Awakening. Haben wir schon so gedacht. Gut, dann mal hier alles. What? Okay. Ist manchmal so undeutlich, wo man hier ungefähr laufen kann, aber mellow. So, ist da ein Dojo oder irgendwie sowas? Ich versuch mal. Sieht nämlich aus, als wäre irgendwie ein Dojo oder irgendwie sowas davor oder ein Shop, was weiß ich. Ja, ich muss natürlich. Oh Gott, was ist das denn? Warte mal, der Gegner kann einmal in der Luft mehrmals springen. Alle? Alle von denen? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, wir können ja alle voll. Nein. Ja, gegen sowas habe ich einen Konter. Ja. So schwer bin ich da. Was? Ach, komm schon. Das sieht aber nicht so schwer aus, wenn du mich jetzt fragst, ne? Ich meine, das ist nervig, aber... Weil man sind drei Gegner, also das ist das Nervige. Boom. So, die greifen die ganze Zeit wie blöd an, also kontern scheint hier. Hey! Okay, ich kann mit Little Mac nicht vernünftig kämpfen, das geht nicht. Ich brauche jemanden dicken, weil da sind wir voll viele Gegner. Also das ist so das Beste, was man machen kann, glaube ich. Nehmen wir den dicken Bowser. Oh, ich habe immer noch diese bescheuerte Kombi, ja, dieses Geisterteam ausgerüstet. Kein Wunder, weil ich hier so auf Fresse krieg. So, ihr verpisst euch. Zünd euch an. Pegasus. Sind anfällig gegen Feuer, gar nicht wahr, aber egal. Aber meine Frage ist jetzt, weil ich jetzt hier überall drunter, nee, nee. Was ist das? Nein. Oh Gott, ich hoffe, ich fliege jetzt darunter. Überhaupt, das sind alles Lucinas, merke ich gerade erst. Okay, eine ist draußen. Kommt mal her. Da könnt ihr beide mal an einer Stelle stehen, das wäre gut. Oh, du bist draußen. Okay, ich wollte schon sagen, warum ich jetzt hier nicht raus. Gerade sehr unschön irgendwo gelandet. Gut. Wie heißen die? Pala, Est und linke heißt Pala, die rechte heißt Est. Die in der Mitte habe ich vergessen. Ich glaube Shana, ne? Kein Dojo. Komm, ich auch mal auch noch platt. Alles, was dir nur einfach ist, komm. Alles, was gut schmeckt, muss man essen. Was? War schon wieder, ehrlich. Oh, das hättest du wohl gerne. Ich setze den mächtigsten Angriff in Fire Emblem ein. Den Suplex. Dropkick, meine ich. Könnte ich kontern, ne? Warte, 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 warte. Nicht einsammeln. No. Okay, du, hilf mir. So, jetzt habe ich eigentlich schon gewonnen. Wenn der mir hilft. Ja. So. Oh Gott. Das ist nicht genau das, was ich gerade wollte.
Okay. Ja, ich dachte, ihr werdet jetzt alle schön groß, dann könnte ich euch alle treffen. Boom. Na gut. Jetzt komm du her. Komm. Nein, du Pisser. Jetzt bin ich fast so groß wie du. Nein, 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 nein. Du hilf mir. Ist voll broken, ne? Sehr gut. Weiß nicht, wie du heißt, aber danke. Mellow. Na, gucken wir mal. Ich will noch ein bisschen weiterkommen. Dann gucke ich mich noch mal auf die Karte, ob ich da irgendwo was verpasst habe. Geist der Überraschungen liebt. Ein Stern, kein Ding. Yoshi Team, kein Ding. Komm direkt so runter gedüst. Oh, Dreck. So, da ging mal schon von den hier. Ich sowieso nicht weiß, wohin ich gehe. Warum hat Bowser eigentlich hier, wenn er eine Luft nach unten drückt, auch so ein Angriff? Ich meine, er hat einmal den hier, einmal diesen einen Angriff, wo er sich nach unten hier so, wo er nach unten landet. Okay, ich habe gar nichts gedrückt, aber okay, ist wohl was und zeitlich bedingt, dass man das drücken muss irgendwann, ne? Boah. Geist der Überraschungen liebt und ein Lernjuwel. Wir machen auf jeden Fall noch alles vor dem Dungeon, ne? Hydra von Kitekaus. Spezialstandard, auch sein Feuerball. Da hätte ich mal Fox oder irgendwie so jemanden genommen, da wäre voll einfach gewesen. Oh, nee. Na gut, jetzt da muss immer stehen bleiben bei diesem blöden Angriff. Also. Ja, jetzt trifft er mich damit natürlich. So hier Banane. Was ist das? Was ist das? Wo ist ungefähr her? Was ist das? Mit Bowser ist voll einfach, habe ich so ein Gefühl. Ist irgendwie easy mode. Ich frage mich, was passiert, wenn ich hier Gendorf krieg. ja. Wann kriege ich Gendorf hier? Also das wäre gut. Und da kann man echt rein, alles klar. Aber das war's dann für diese Folge. Lass mal noch gucken, ob wir hier irgendwas Gutes kaufen können. So, 100 brauchen wir natürlich für einen extra Sprung. Weiß nicht, ob das dauerhaft irgendwie so nützlich sein wird, aber warum nicht, ne? Gucken wir mal, ob ich ein paar Juwelen kaufen kann oder so. Wo ist dieser eine Shop? Mir fehlt noch ein Shop, das darf einfach nicht wahr sein. Oh, nö. Oh, da ist was Neues. Ah, teuer. Die hat immer voll viel, aber die sind immer so teuer, Mann. Kung Fu Kong, was? Die verkauft sie schon für was weiß ich, wie lange? Mal irgendwie nachstocken, ja. Kann man die nicht leisten, die kostet 9000, hallo, oder 8000, keine Ahnung. Ja, minus 30% Fashion Scooter Lernjuwelen, gar nicht drauf geachtet. Ich will ein bisschen sparen und der hat überhaupt nichts mehr Neues. Gut, dann raus hier, wir haben wahrscheinlich nichts freigeschaltet, so, aber was soll's, doch natürlich, sobald ich es natürlich sage, ne? Clip und Snip. Was? Entferne sämtliche Hindernisse im Land des Lichts. Oh, okay. Was machen die da? Gut, haben wir wenigstens das erledigt, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Modus. Ach, nur ein Einträge im Geisterkatalog.
Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like, einen Kommentar und ciao.